Nie zuvor waren wir so unfrei wie heute, obwohl unsere Freiheit scheinbar grenzenlos ist. Wir können kaufen, was wir wollen, ins Bett gehen, mit wem wir wollen und so weiter und so fort. Aber die entscheidende Freiheit gibt es nicht mehr. Nämlich einfach zu sein, wer man ist. Der Mensch von heute ist der Marktwirtschaft hörig. Sein ganzes Leben wird von ihr beherrscht. Und das wird meiner Meinung nach der große Kampf der kommenden Zeit sein. Die Rebellion dagegen, dass der Markt unser Leben bestimmt. Das Ringen um eine Spiritualität oder auch Religiosität, auf die auch der moderne Mensch zurückgreifen kann. Denn das ist doch eine Konstante in der Geschichte der Menschheit. Das Bedürfnis, wissen zu wollen, wozu wir eigentlich auf dieser Welt sind. Durch dieses perverse System des Konsumierens dreht sich unser ganzes Leben um Spiel, Sport, Essen, Vergnügungen. Und einen Teil von diesen Sachen brauchen wir gar nicht. Aber das System verführt uns dazu, sie alle haben zu wollen. Es gibt eine Falle da draußen. Du bist die Maus. Pass auf. Ja, also, wenn die Maus nicht in die Falle tappen will, was muss sie tun? Verzichte einfach auf vieles und faste. Das sagte schon Gandhi. Gandhis Ideen der Gewaltlosigkeit, das wird heute oft abgetan als kindisch und unrealistisch, als eine Utopie, an die keiner mehr glaubt. Die Schlauberger, die Besserwisser, die Politiker behaupten einfach, Gewaltlosigkeit funktioniert nicht. Und was tust du, wenn einer wie Hitler kommt? Gandhi sagt, wer gehorcht, ist ein Sklave. Sobald er nicht mehr gehorcht, ist er kein Sklave mehr. Jede Diktatur fällt, wenn die Leute nicht mehr gehorchen. Gewaltlosigkeit ist ja überhaupt nichts Passives. Gewaltlosigkeit ist eher aktiv. Sie bedeutet Handeln. Ja. Früher habe ich geglaubt, gewisse Kriege seien notwendig. Bis mir klar wurde, dass ein Krieg die Ziele, die er verspricht, niemals erreichen kann. Krieg schafft nur noch mehr Leid, noch mehr Elend, Zerstörung, Tod. Jemand wie Gandhi hätte gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, kehren wir genau an den Punkt zurück, an dem wir vorher waren. Es liegt doch auf der Hand. Jetzt nennt man sie humanitäre Kriege, gerechte Kriege. Was soll das heißen? Krieg ist Krieg. Und noch nie hat ein Krieg den Krieg in ein Ende gesetzt.